Herr Mayer, eine Expertenkommission des Deutschen Bundestags hat jetzt empfohlen, die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre zu verlängern. Was halten Sie davon? Erstens halte ich nichts von Experten. Seit der Corona-Zeit gibt es eigentlich nur noch Experten. Sie haben die Welt entdeckt, sie ersetzen jetzt die Politik. Und sie haben jeden Unsinn und auch jeden Sinn erzählt. Aber sie sind eigentlich völlig überschätzt. Das ist das eine. Das andere ist doch eine sehr etrange Idee. Wie könnte man in größeren Abständen gewählt werden? Das heißt, die Gewählten überlegen sich, ob die Wähler sie im 4-jährigen Abstand wählen oder im 5-jährigen Abstand wählen. Man könnte dann auch sagen, im 6-, im 7-jährigen. Gleichzeitig empfiehlt ein Mitglied dieser Kommission von der CDU, das führe zu größerer politischer Stabilität. Ist das nicht richtig? Das ist wunderbar. Sie können, die größte Stabilität haben Sie ohne Wahlen. Die Autokraten werden sagen, richtig, wir sind die Experten. Die Experten für diese Idee sind die Autokraten, sind die, die am liebsten keine Demokratie haben. Man kann das, je länger es keine Wahlen gibt, desto mehr Ruhe haben die Gewählten, bis sie dann nicht mehr gewählt sind, sondern einfach da sind. Auf das läuft es ja letztlich, der Gedanke hinaus. Ich will Ruhe vor dem Wähler. Aber im Bundestag zeichnet sich jetzt eine Zweidrittelmehrheit dafür ab, die eben notwendig ist, um das Grundgesetz zu ändern. Wer soll das denn sonst entscheiden, wenn nicht der Bundestag? Ja, das ist fantastisch. 175 Jahre nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution in der Paulskirche. 3 Generationen, nachdem die erste funktionierende Demokratie 1949 mit dem Grundgesetz instratiert wurde in Deutschland, macht man sich solche Gedanken, wie man von oben dem Bürger ein Jahr, Wahljahr quasi abknapsen könnte. Oder wie ich gesagt habe, 2 oder 3. Das ist ja eine Erwägung. Brauchen nur noch die Experten dazu. Die Experten sagen, ja, nein, das ist besser 6 oder 7. Ich habe es gesagt. Das ist für einen Schweizer 175 Jahre nach der gelungenen bürgerlichen Revolution in meinem Land etwas, was mich revoltiert. Etwa eine Ungeheuerlichkeit. Und ich meine das nicht zugespitzt. Es ist an sich eine Ungeheuerlichkeit, dass die Gewählten entscheiden wollen, wann diejenigen, die sie wählen, sie wählen. Jetzt können Sie sagen, Grundgesetz. Natürlich, ich sage immer, das modernste Grundgesetz der Welt. Aber hier ist etwas nicht gelöst. Und das kann nur gelöst werden, indem man sagt, Dinge, die fundamental die Rechte des Souveräns, also der Bürgerin und des Bürgers betrifft, quasi das, was er ist, betrifft, können nur von ihm selbst bestimmt werden. Und hier ist die einzig denkbare Lösung, dass man das allerdings übers Grundgesetz einführt, ein Referendum. Dass die Bürgerinnen und Bürger abstimmen darüber, ob sie alle 4 Jahre oder alle 5 oder alle 6 oder vielleicht alle 3, wann sie die einsetzen, die sie repräsentieren. Man muss das nach 3 Generationen. Ja, seit 1949 üben die Deutschen, 3 Generationen im Osten, eine. Demokratie ist etwas, was man lernen muss. Und das muss man nicht den Schweizern beibringen, sondern den Deutschen. Die üben und haben es nicht begriffen, dass das nicht geht. Das ist ein Skandal. In Deutschland bestimmen die Gewählten demnächst darüber, wann die Gewählten wählen dürfen. Da müsste ja eine Revolte ausbrechen. Ich meine natürlich eine Diskussionsrevolte. Nicht eine Kleberevolte, sondern eine Diskussionsrevolte. Aber mich erschüttert das schon und lässt mich sehr an der demokratischen Kultur der Bundesrepublik zweifeln. Herr Mayer, wir setzen das fort.